Hallo, ich habe heute wieder ein Unboxing-Video für euch. Dieses Mal habe ich den Daredevil M607 Staubsaugerroboter mir bestellt. Der kam heute an, gestern bei Amazon bestellt. Und den wollen wir gleich mal aufmachen und mal reinschauen. Geliefert direkt im Originalkarton von Daredevil. Man kann schon auf der Verpackung sehen, wie der ungefähr aussieht. Die Verpackung hat einen schönen Tragegriff. Dann machen wir den hier oben auf. Das ist ein wenig besser. Da rutscht nichts. Was haben wir alles drin? Auf jeden Fall die Bedienungsanleitung und so wie das aussieht, auch in verschiedenen Sprachen. Klappe ab. Natürlich selbst. Auch nochmal stoßsicher eingepackt. Und schwarz, so wie auf dem Karton zu sehen. Zwei große Räder, ein kleines. Füllen wir das kurz auf. Schauen wir uns später an. Vorne sieht man dann den Füllstand, Batterie und auch Staubbehälter. Hier sind diese Bürsten drin. Sieht man. Aufmachen. Sieht so aus, zwei Stück an der Zahl. Sieht mir nach einem Filter aus, den man noch einmal muss. Noch eine Bürste. Ein großer grüner schwerer Akku. Volt, 1000 mAh. Soll wohl circa eine Stunde halten. Und das werden wir später herausfinden. Und natürlich Ladegerät. Man muss den Akku auch irgendwie aufladen. Ja, das ist schon alles. War ein ganz günstiges Gerät, hat knapp 68 Euro bei Amazon gekostet. Liegt bei anderen Händlern bis zu 10, 15 Euro drüber. Ob er das Geld wert ist oder ob es eine Fehlinvestition war, werde ich sicherlich in ein paar Tagen oder Wochen wissen. Auf jeden Fall wird es dazu dann auch noch einen schriftlichen Bericht bei mir im Blog auf torstenmauer.de geben, wo dann auch drin steht, wie ich mit dem Gerät zufrieden bin und was es zu beachten gilt. Das war's jetzt erstmal.